Ja, schönen Nachmittag. Was haben wir das letzte Mal gemacht? Wir haben uns um Konfidenzintervalle gekümmert. Was war nochmal ein Konfidenzintervall? Ein Konfidenzintervall war ein Intervall, was mit vorgegebener Wahrscheinlichkeit einen unbekannten Verteilungsparameter typischerweise enthält. Und wir haben uns das speziell angeschaut für den Erwartungswert. Genauer, was war gegeben? Gegeben war eine Stichprobe. Diese Stichprobe war normal verteilt mit einem Erwartungswert μ, einer Varianz Sigma Quadrat. Und μ aus R ist natürlich unbekannt, nona. Und der unrealistische Fall Sigma größer 0 war aber bekannt. Das wollen wir natürlich korrigieren. Ich klar, das wird unser Ziel sein. Und wie sind wir vorgegangen, um ein Konfidenzintervall auszurechnen? Wir haben uns ein Konfidenzniveau vorgegeben. Das war also 1 minus Alpha, wobei Alpha zwischen 0 und 1 gegeben ist. So, die Idee ist ja jetzt vielleicht nicht gerade 90% sollte Alpha sein. Wir denken an 5%, 1% oder 1 Promille. Das wären hier so typische Werte für das Alpha. Und wir sind so vorgegangen, dass wir eine Zufallsvariable Zn betrachtet haben. Was wir gemacht haben, ist, wir haben einen Zufallstreubereich für x quer bestimmt. Um das zu machen, haben wir x quer standardisiert. Was bedeutet, wir ziehen den Erwartungswert ab und dividieren durch die Standardabweichung von x quer, was aber war Sigma durch Wurzel n. Also warum folgt das dann einer Standardnormalverteilung? Ja, weil wir wissen, x quer ist normal verteilt mit eben Parameter μ und Sigma Quadrat durch n. Und das hier ist eine ganz wichtige Erkenntnis, die wir hatten. Wir können das auf die Standardnormalverteilung zurückführen. Das haben wir gemacht. Und was ihr sehen solltet, ist, das ist immer eine Standardnormalverteilung. Ganz egal, was μ ist, ganz egal, was Sigma ist, da kommt immer eine Standardnormalverteilung raus. Ja, okay, wenn ich den Erwartungswert abziehe, durch die Standardabweichung dividiere und ich habe eine normal verteilte Stichprobe, ist das Standardnormal verteilt. Und deswegen kriegt das Zn den Namen stochastischer Pivot. Weil der Punkt ist, die Verteilung von diesem stochastischen Pivot ist unabhängig vom unbekannten Parameter. Von diesem μ hier hängt die Verteilung von Zn nicht ab. Sicher, wenn ich wirklich das Zn konkret hinschreiben möchte, müsste ich das μ abziehen. Ist aber egal, mache ich ja sowieso nie. Es geht nur darum, dass diese Verteilung nicht vom unbekannten Verteilungsparameter abhängt. Und deswegen heißt es stochastischer Pivot. Was haben wir mit dem gemacht? Na, wir haben uns dann überlegt, wo fällt der eben gerade mit der vorgegebenen Wahrscheinlichkeit rein? Und da haben wir gesehen, dass Zn betragsmäßig kleiner gleich ist als Phi 1 minus Alpha halber. Diese Wahrscheinlichkeit ist gerade 1 minus Alpha. Wie sind wir da vorgegangen? Wir nehmen einfach die Gaußsche Glockenkurve, zugehörig zur Standardnormalverteilung. Und wie sieht man jetzt, dass Zn, wenn es also zwischen minus Phi 1 minus Alpha und plus Phi 1 minus Alpha liegt, genau diese Wahrscheinlichkeit aufweist? Naja, dieses Quantil hier wäre also das 1 minus Alpha halbe Quantil der Standardnormalverteilung, was bedeutet, hier liegt ein Anteil Alpha halbe. Und aufgrund der Symmetrie haben wir hier gerade minus Phi 1 minus Alpha halbe und auch hier liegt ein Anteil Alpha halbe. Was bedeutet die Wahrscheinlichkeit, dass das Zn da dazwischen liegt? Und das heißt ja gerade, dass der Betrag kleiner gleich als dem Wert hier ist. Ja, die Wahrscheinlichkeit ist gerade 1 minus Alpha. So sind wir da vorgegangen, oder? Also die Wahrscheinlichkeit, dass es hier drin liegt, ist gerade 1 minus Alpha. Und was haben wir dann als nächstes gemacht? Dann sind wir einfach hergegangen und haben uns diese Bedingung hier angeschaut. Und die haben wir freigestellt nach μ. Und was rauskam ist, dass μ, wenn ich das jetzt einfach da nach μ auflöse, im Intervall x quer plus minus Sigma durch Wurzel n mal Phi 1 minus Alpha halbe liegen muss. Und das war dann das gesuchte Konfidenzintervall I Alpha abhängig von den Stichprobenvariablen x1 bis xn. Das war die Vorgehensweise. Ne? Also noch einmal, gehen wir kurz durch. Die Idee ist,
Berechne den Zufallstreubereich für x quer. Wie funktioniert das? Man führt es auf die Standardnormalverteilung zurück. Berechne hier die zugehörigen Quantile, symmetrisch um 0, sodass die Wahrscheinlichkeit 1 minus Alpha ist, dass die Zufallsvariable da drin Werte annimmt. Stell das alles nach dem unbekannten Verteilungsparameter μ frei. Ja, und das ist genau dann das gesuchte Konfidenzintervall. Warum? Weil die Wahrscheinlichkeit, dass μ in diesem Intervall liegt, also x quer plus minus Sigma durch Wurzel n Phi 1 minus Alpha halbe. Diese Wahrscheinlichkeit ist dann gerade 1 minus Alpha. Und sie ist insbesondere größer gleich 1 minus Alpha, was für ein Konfidenzintervall gefordert ist. Warum mache ich es also genau gleich 1 minus Alpha? Damit ich das möglichst klein habe, das Intervall, oder? Wenn ich es größer als 1 minus Alpha mache, wird das Intervall größer. Das ist sozusagen das Bestmögliche, was die Bedingung genügt, größer gleich 1 minus Alpha die Wahrscheinlichkeit und möglichst klein ist. Also deswegen nehmen wir genau dieses um 0 gelegene, also symmetrische Konfidenzintervall, beziehungsweise hier ist es symmetrisch um eben das x quer um den Schätzer gelegen. Okay, soweit, einverstanden. So, jetzt können wir uns ein Beispiel dazu anschauen, was sind so Sachen, die man damit aussagen kann. Ja, schauen wir uns das Beispiel im Skriptum an. Also im Skriptum geht es darum, dass man sich fragt, ist die Angabe auf einer Packung korrekt oder nicht? Na, ganz wirklich sagen werden wir es nie können, aber wir können zumindest fragen, ist es plausibel oder nicht? Wir nehmen uns 100 1 Liter Packungen Milch. Also 100 1 Liter Packungen. Und ihr stellt euch vor, was ihr nicht einem bestimmten Milchproduzenten, dem glaubt ihr einfach nicht. Wenn der da 1 Liter auf die Packung schreibt, seid ihr total skeptisch, weil ihr irgendwie das Gefühl habt, macht die letzten Tropfen im Müsli, die sind zu wenig. Keine Ahnung. Aus irgendeinem Grund glaubt ihr, da ist nicht im Schnitt 1 Liter drin. Und was ihr machen könnt, ist, ihr kauft euch 100 Packungen und rechnet ein Konfidenzintervall aus. Was braucht ihr dazu? Ihr müsst nur den empirischen Mittelwert bestimmen. Das wäre nämlich die Realisierung von dem Stichprobenmittel. Und ihr kriegt zum Beispiel 0,97 heraus. Ich glaube, das sind da die Zahlen im Skriptum. Und klar, ihr müsst halt noch fragen, was die Varianz ist. Die ist 0,02. Das sagt euch halt irgendjemand, weil so halt. Also ihr seht schon, das ist unrealistisch, oder? Aus irgendeinem Grund kennt ihr die Varianz. Und was ihr berechnen könnt, ist jetzt das Konfidenzintervall. Aber Achtung, eigentlich sollte ich sagen, die Realisierung des Konfidenzintervalls zu einem gewissen Konfidenzniveau. Und wir nehmen vielleicht 95%. Also sagen wir nehmen Alpha 5% und dann kommt was raus. Keine Ahnung, was da rauskommt. 0, kann ich jetzt abschreiben, 9423 und 0, als obere Grenze 9977. Wie bitte? Gerne eine Frage stellen. Okay. Aber es wäre notwendig, eine zu stellen, oder? Okay. Gut, also, was haben wir jetzt bestimmt? Wir haben die Realisierung eines Konfidenzintervalls bestimmt. Und natürlich sollten das 1 Liter Packungen sein. Wenn ihr dieses Ergebnis seht, glaubt ihr der Etikette oder nicht? Was ist denn da nicht drin? 1 ist nicht in der Realisierung dieses Konfidenzintervalls. Wenn jetzt 1 Liter tatsächlich der Erwartungswert wäre und in Interpretation die durchschnittliche Menge an Milch in dieser 1 Liter Packung, die 1 Liter sein sollte, ist das dann plausibel oder nicht? In wie vielen Fällen kann das sein, wenn 1 der tatsächliche Erwartungswert ist, dass er nicht dort drin liegt? Ja, das sollte nur in 5% der Fälle passieren. Das bedeutet, hier haben wir einen sehr unplausiblen Fall dafür, dass 1 der Erwartungswert ist. Und deswegen würden wir sagen, der Erwartungswert ist wohl eher nicht 1. Und so zum Beispiel funktioniert Qualitätskontrolle schlussendlich, oder? Man entnimmt einfach nur eine gewisse Anzahl an Packungen, sagen wir jetzt einmal. Und wenn es tatsächlich so ist, dass es eben Abweichungen gibt, die nicht nur dem Zufall zuzuordnen sind, und so kann man das quantifizieren, dann würde man sagen, na hoppala, da muss man die Maschine vielleicht ein bisschen nachschrauben. Oder die Angabe, die auf der Packung steht, die ist vermeintlich
nicht plausibel. Was bedeutet, mit eurem Milchproduzenten solltet ihr nochmal reden, wenn ihr also auch die letzten Tropfen in der Milch haben wollt. Natürlich ist klar, für jede einzelne Packung ist das total irrelevant. Aber stellt euch vor, ihr verpackt jeden Tag 100.000, füllt 100.000 ab, dann macht das einen großen Unterschied, ob das eben, was weiß ich, um die 0,97 liegt oder ob das tatsächlich ein Liter ist. Habt ihr zu dem Beispiel mal Fragen? So, was ist in dem Beispiel nur unrealistisch? Zwei Dinge, die unrealistisch sind. Eine Sache habe ich euch komplett vorenthalten, die andere habe ich euch als sehr unrealistisch präsentiert. Was müsst ihr noch wissen eigentlich? Dass die Stichprobe normal verteilt ist, oder? Nicht? Normal verteilt ist eine Voraussetzung und bekannte Varianz. Sonst bis jetzt können wir noch kein Konfidenzintervall ausrechnen. Und jetzt ist aber die Frage, warum wir vielleicht auch, wenn wir keine Normalverteilung haben, ein approximatives Konfidenzintervall kriegen. Und die Antwort darauf liefert der zentrale Grenzwertsatz. Dieses Zn, was wir da haben, das ist zentriert und hat Varianz 1, es ist standardisiert. Und was sagt denn dann gerade der zentrale Grenzwertsatz? Na, wenn das halt L2 ist, dann für n gegen unendlich, oder schreiben wir es vielleicht so hin, wenn wir hier den Limes n gegen unendlich von diesem stochastischen Pivot bilden, dann geht es gegen eine Standardnormalverteilung. Und das ist bitte ganz egal, ob x1 bis xn, und n müsst ihr natürlich dann gegen unendlich schicken, ob die jetzt normal verteilt sind oder nicht. Also nicht zwingend normal verteilt. Und diese Aussage hier, die folgt aus dem zentralen Grenzwertsatz. Das ist genau die Aussage des zentralen Grenzwertsatzes. Dass wenn ihr also standardisiert, und zwar genauer eben das zugehörige Stichprobenmittel, dann geht der Grenzwert gegen eine Standardnormalverteilung. Das ist die Aussage des zentralen Grenzwertsatzes. So, was sagt uns das? Es sagt uns, dass wenn n groß ist, die Wahrscheinlichkeit, dass Betrag Zn kleiner gleich ist als Phi 1 minus Alpha halbe. Na, wenn n schon unendlich wäre, was würde rauskommen? 1 minus Alpha. Wenn n aber schon sehr groß ist, dann wird hoffentlich was nahe bei 1 minus Alpha herauskommen. Was bedeutet, wir kriegen ein approximatives Konfidenzintervall. Das heißt, wenn wir das jetzt wieder auflösen nach dem Erwartungswert μ, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass μ in diesem Konfidenzintervall I Alpha von x1 bis xn liegt, auch ungefähr 1 minus Alpha. Aufgepasst, das stimmt nicht genau im Allgemeinen, oder? Also das ist hier das Problem, aber approximativ. Und wenn n groß genug ist, dann wird der Fehler vernachlässigbar sein. Jetzt könnt ihr mich fragen, was heißt n groß genug? Ja, das kann ich euch nicht sagen. Das hängt also von der zugrunde liegenden Verteilungen der xis ab. Und das ist genau das Problem, in vielen Fällen kennt man die nicht. Es gibt Fälle, wo man ganz gut sagen kann, ist, das folgt in etwa einer Normalverteilung. Dann kriegt man eine sehr gute Approximation, auch bei diesem in etwa. Aber im Allgemeinen könnt ihr nichts über diese Approximationsgüte sagen. Ich sage jetzt, bitte, das ist alles nur Hausnummer. Gell? Es gibt Fälle, wo das nicht zutrifft. Aber wenn ihr einen Stichprobenumfang deutlich über 100 habt, dann ist meistens die Approximation schon sehr gut. Unter 100 würde ich drüber nachdenken. Wer also beim Stichprobenumfang von 50 davon ausgeht, dass die Approximation schon gut ist, der ist mutig. Ja, kann man sein. Also noch einmal, pauschal lässt sich nicht beantworten, aber bei einigermaßen großen Stichprobenumfängen, ich sage mal, bei 1000 braucht man sich eigentlich überhaupt keine Sorgen machen. Das bedeutet, diese Konfidenzintervalle für normal verteilte Daten, was ich damit meine, ist für Stichproben, die normal verteilt sind, lassen sich für große Stichprobenumfänge auch verwenden, für also Stichproben, die nicht normal verteilt sind. Erwartungswert und Varianz müssen es haben, immer. Sonst gibt es natürlich hier Probleme. Dazu mal Fragen. Also bitte, das solltet ihr unbedingt mitnehmen, dass wir das alles nur für normal verteilte Stichproben zunächst machen, wirkt unglaublich restriktiv. Für große Stichprobenumfänge ist es aber de facto keine Restriktion. Der interessante Bereich von kleinen Stichprobenumfängen in Bezug auf diese Approximation, das ist halt ein eigenes Kapitel. Über das müssen wir dann noch reden. Das werden dann nicht parametrische Angelegenheiten sein, aber prinzipiell merken wir uns einmal, dieses Ergebnis, das ist wirklich ziemlich gut verwendbar. Okay, gut verwendbar für andere Verteilungen, aber sicher nicht gut verwendbar, wenn man die Varianz nicht kennt.
Das heißt, das nächste, was wir jetzt wirklich erledigen müssen, ist also Ziel, ein Konfidenzintervall auch bei unbekannter Varianz. Jetzt ist die Frage, wie könnte man vorgehen? Und die Idee habe ich euch am Ende der letzten Vorlesung schon präsentiert. Die Idee ist simpel. Wir nehmen ja immer noch an, dass x1 bis xn eine normal verteilte Stichprobe ist. Der einzige Unterschied ist, jetzt nehmen wir an, Sigma größer 0 ist auch unbekannt. Und was auf der Hand liegt, ist, ja, dann schätze ich Sigma auch. Also Schätzung von Sigma oder von der Varianz Sigma Quadrat durch das Stichprobenmittel, was bedeutet 1 durch n minus 1, Summe i gleich 1 bis n, xi minus x quer zum Quadrat. Das ist eine ganz simple Idee. Jetzt kenne ich die Standardabweichung nicht, ich kenne die Varianz nicht, ja, dann schätze ich sie auch. Wie die vernünftig schätzt, weiß ich ja schon. Und dann kommt jetzt allerdings ein neuer stochastischer Pivot heraus. Wenn wir jetzt die ganze Rechnung, die wir hier gemacht haben, wiederholen möchten, dann müssen wir das Zn hinschreiben. Wir schreiben wieder das Zn hin und ich schreibe das einfach da oben ab. Das ist x quer minus μ dividiert durch und ganz abschreiben kann ich es nicht, Sigma kenne ich nicht und Sigma schätze ich einfach durch S. Also schreibe ich hier hin, statt Sigma S dividiert durch Wurzel n, man kann es auch so schreiben, mit Doppelbruch auflösen, x quer minus μ durch S mal Wurzel n. Und was ist jetzt das Problem? Was war da oben einfach? Da war einfach zu erkennen, das Zn ist standardnormal verteilt. Wird das jetzt auch standardnormal verteilt sein? Könnte sein, könnte nicht sein. Nein, es wird eher nicht so sein, oder? Ich habe jetzt also noch einen Verteilungsparameter geschätzt. Und der Punkt ist, das ändert jetzt hier die Verteilung. Dieses Zn hier, was wir jetzt verwenden müssten, das ist nicht mehr standardnormal verteilt, sondern wir werden jetzt eben sehen, das folgt einer T-Verteilung. Das heißt, die Frage, wie dieses Ding hier verteilt ist, das führt uns jetzt darauf, dass wir eben eine ganze Theorie, naja, Theorie ist jetzt übertrieben, aber dass wir jetzt einige Aussagen brauchen über die Verteilung von solchen statistischen Größen für normal verteilte Daten. Weil was müssen wir zunächst hier alles haben? Wir brauchen die Verteilung von dem, was hier steht, aber insbesondere werden wir auch wissen müssen, ist, was folgt das hier für einer Verteilung? Wenn ich nicht einmal weiß, wie das Stichprobenmittel verteilt ist, woher soll ich denn dann wissen, wie die Größe da oben verteilt ist? Das heißt, hier ergibt sich jetzt eine ganze Kette von Dingen, die wir wissen müssen. Erstens einmal, wie ist dieses Zn da oben verteilt? Warum braucht man das? Dann können wir wieder Quantile ausrechnen. Und um das uns zu überlegen, müssen wir uns überlegen, wie das S verteilt ist und damit also das Stichproben, die Stichprobenvarianz S². Also das sind Dinge, die müssen wir ausrechnen. Wenn wir das gemacht hätten, dann wären wir wieder fertig. Nehmen wir wieder an, wir hätten eine Dichtefunktion bezüglich des Lebesgue-Maßes von diesem Zn. Und die Wahrheit ist, das sieht dann sehr ähnlich aus wie bei der Standardnormalverteilung. Dann nehmen wir einfach hier wieder Quantile, zack, zack, Anteil Alpha halbe, Anteil Alpha halbe. Wir stellen dann wieder nach dem unbekannten Verteilungsparameter frei und machen alles gleich. Das heißt, wirklich das Einzige, was fehlt, ist dieses Fragezeichen hier. Wenn wir das erledigt haben, dann haben wir wieder ein Konfidenzintervall. Das heißt, die Idee dahinter. Mit der Idee einverstanden? Ja, nein, vielleicht? Gut, es gibt keine Gegenwehr, keine Zustimmung, wunderbar. Das heißt, um was müssen wir uns kümmern? Die Idee ist jetzt, dass wir uns kümmern wollen um die Verteilungen, also Verteilung statistischer Größen. Und was meine ich hier mit statistische Größen? Genauer sind es hier immer für normal verteilte Stichproben statistische Größen. Das ist das Stichprobenmittel, die Stichprobenvarianz. Die Dinge meine ich hier. Die müssen wir also jetzt eben im Sinne der Verteilungen quantifizieren. Und damit wir das machen können, brauchen wir jetzt eine Reihe von Lemmatas. Erstes Lemma. Das, was wir uns mal überlegen sollten, ist, wie sieht es aus, wenn man zwei unabhängige Zufallsvariablen hat, und die haben beide eine Dichte, kann ich dann für den zugehörigen Zufallsvektor auch eine Dichte angeben.
Das ist eine simple Fragestellung, oder? Eigentlich ganz losgelöst von dem, was wir bisher gemacht haben. Einfach die Fragestellung, wenn ihr habt, x und y sind zwei Zufallsvariablen. X und y sind unabhängig und die haben Dichten. Also was bedeutet, Fx ist also eine Dichte von x. Und natürlich ist sie immer gemeint, der Wahrscheinlichkeitsdichte bezüglich des Lebesgue-Maßes. Und genauso Fy ist also eine Wahrscheinlichkeitsdichte von y. Was ist dann eine Wahrscheinlichkeitsdichte des zugehörigen Zufallsvektors xy? Also, die Frage, die wir hier stellen, ist, was ist Wahrscheinlichkeitsdichte des Zufallsvektors xy? Hat er eine Vermutung? Saltrist mit Fragen, die wollen beantwortet werden. Was würdet ihr vermuten, wäre dann wahrscheinlich eine Wahrscheinlichkeitsdichte dieses Zufallsvektors? Man kann einmal einen sinnvollen Namen vergeben. Das ist aber nur ein Name. Also, was ist eine Dichte bezüglich des Lebesgue-Maßes im R2 von diesem Zufallsvektor? Weil die Antwort ist, das Produkt. Aber Achtung, das muss ja das Tensorprodukt sein. Was ihr nicht machen dürft, ist, ihr dürft nicht einfach nur punktweise multiplizieren. Ich schreibe euch den Unterschied hin. Diese Funktion geht von R2 nach R, oder ihr könnt sagen, okay, wir nehmen unsere Dichten gleich ohne Beschränkung der Allgemeinheit als nicht negativ an. Kann man also immer machen. Und dann bilden wir ab xy auf. Und da steht also fx von klein x mal, und das ist einfach das Mal von reellen Zahlen, fy von klein y. Und das hier ist eine Dichte, eine Wahrscheinlichkeitsdichte, des Zufallsvektors xy, sonst wäre diese Bezeichnung auch ziemlich schlecht, und das bezüglich natürlich des Lebesgue-Maßes des Zweidimensionalen. Was ist der Unterschied zwischen diesem Tensorprodukt und dem, wenn ich einfach nur einmal schreibe? Weil schon manche haben immer den Eindruck, dass ich sehe dasselbe, und warum schreibt man da so komplizierte Dinge hin? Achtung! Was ist fx mal fy für eine Funktion? Von wo nach wo geht denn die? Also was ist der Unterschied zwischen diesem Mal und dem Tensorprodukt da oben? Das ist im Prinzip schon a mal. Aber anderes. Was ist das für ein Mal? Von wo nach wo geht diese Funktion? Ihr habt zwei Funktionen auf R definiert. Wohin geht das Produkt? Das startet in R. Und bildet hier wieder ab auf, okay, das Produkt ist dann auch nicht negativ in dem Fall. Und hier wird aber einfach nur eine reelle Zahl abgebildet auf die reelle Zahl in die erste Funktion eingesetzt, mal Funktionswert an derselben Stelle und das zusammenmultipliziert, oder? Und das ist aber ein großer Unterschied. Das ist eine Funktion auf R, das ist mal ein ganz entscheidender Unterschied. Und da müsst ihr jedes Mal das gleiche Argument einsetzen. Das ist hier wirklich das punktweise Produkt. Und das Tensorprodukt da oben ist was anderes. Das ist aber ganz wichtig, dass ihr das so schreibt, weil es muss klar sein, dass ich die erste Komponente in die erste Funktion einsetze, die zweite Komponente in die zweite Funktion und dann zusammen multipliziere. Da ist ein großer Unterschied dahinter. Also das heißt, diese Funktion ist sozusagen die richtige.
Gut, wollen wir uns überlegen, wie man sich sowas überlegt. Wie könnte man vorgehen? Na, wenn man verstehen will, dass etwas eine Dichte ist, welche Eigenschaft hat es denn dann? Welche Eigenschaft sollte das dann haben? Na, die Verteilungsfunktion des Zufallsvektors an einer Stelle klein xy, das ist also die Wahrscheinlichkeit, dass groß x kleiner gleich klein x ist und gleichzeitig groß y kleiner gleich klein y, muss sich wie schreiben lassen? Als Integral über die vermeintliche Dichte, oder? Und hier müssen wir also einsetzen, irgendein s, irgendein t und bezüglich dem Lebesgue-Maß in R2 integrieren. Und der Integrationsbereich ist was? Nun, das ist das Intervall von minus unendlich bis x, Kreuz minus unendlich bis y. Also wenn sich die Verteilungsfunktion des Zufallsvektors schreiben lässt als das Integral über den entsprechenden Bereich über diese Funktion, dann ist das eine Dichte. Oder? So ist das im Prinzip definiert. So kann man es definieren. Das heißt, wenn wir das zeigen können, sind wir fertig. Ja? Ja. Dann probieren wir das. Also, was wird man machen? Man fängt auf einer Seite an. Ihr könnt da anfangen oder da anfangen. Systematischer würde ich sagen, ihr fangt links an. Das heißt, wir fangen wirklich an mit der Verteilungsfunktion des Zufallsvektors an der Stelle xy. Was weiß ich denn da jetzt schon mal drüber? Also, wir haben da ein Lemma. Da gibt es Voraussetzungen. Eine der Voraussetzungen war, xy sind Zufallsvariablen, okay. Und die nächste, x und y sind unabhängig. Das heißt, wie kann ich das hier schreiben? Na, die Wahrscheinlichkeit, dass x kleiner gleich x ist und gleichzeitig y kleiner gleich y, wenn groß x und y unabhängig sind, ist gerade das Produkt dieser Wahrscheinlichkeiten. Was bedeutet? Das ist die Verteilungsfunktion von groß x an der Stelle klein x mal die Verteilungsfunktion von groß y an der Stelle klein y. Also die Verteilungsfunktion eines Zufallsvektors mit unabhängigen Komponenten ist das Produkt der Verteilungsfunktionen. Das ist äquivalent zur Unabhängigkeit, wie wir wissen. Und jetzt können wir einfach hergehen und sagen, na gut, groß x besitzt eine Wahrscheinlichkeitsdichte. Und damit lässt sich die Verteilungsfunktion schreiben als Integral über minus unendlich bis x, klein fx von s d Lambda von s. Das heißt einfach nur, dass dieses fx, und zwar das kleine fx, eine Wahrscheinlichkeitsdichte für das große x ist. Und genauso machen wir das natürlich für das y, bloß dass hier das Integral von minus unendlich bis y steht, über fy an der Stelle t d Lambda von t. Also wir haben jetzt nicht mehr verwendet als Unabhängigkeit in Bezug auf Verteilungsfunktionen und das zweite, was die Definition einer Wahrscheinlichkeitsdichte ist. Mehr haben wir nicht verwendet. So, wenn ihr sowas seht, Integral mal Integral, auf welche Idee könnte man da kommen? Ideen. Integral mal Integral könnte man nennen Produkt zweier Integrale oder Produktintegral. Das kann man mit dem machen. Als ein Integral über den R2 schreiben. Also wir schreiben das jetzt als Integral über minus unendlich bis x Kreuz minus unendlich bis y über, und hier steht fx von s mal fy von t und da das Produkt dieser beiden Maße, aber das ist einfach das Lebesgue-Maß in R2. Warum gilt denn das? Brauchen wir da Unabhängigkeit? Na, da braucht man einfach nur den Satz von Fubini-Tonelli, wenn man genau ist. Die sind ja größer gleich als 0, so kann man sie voraussetzen, oder? Und da darf man also
sagen, immer das einfach als iteriertes Integral schreiben oder wenn man es schon als iteriertes Integral dastehen hat, auch wieder als Integral über den R2 schreiben. Also sprich über das Rechteck da. Also das ist einfach nur Fubini Donelli. Und sind wir jetzt fertig? Das ist ja gerade das, oder? Das heißt, jetzt steht es da. Das ist einfach nur ausgewertet, diese Funktion, die hier unten steht. So haben wir die halt definiert. Und damit ist also das bewiesen. Der Haken dahinter. Okay, jetzt habt ihr euch wahrscheinlich schon zu Beginn dieses Lemmas gefragt, was hat das mit dem allem da überhaupt zu tun? Ja, der Punkt wird sein, wir müssen uns genau um solche Dinge kümmern, wie wir haben eine Stichprobe zu einer Standardnormalverteilung. Also eine Stichprobe zu einer Standardnormalverteilung, sagen wir. Und dann müssen wir mit dem Zufallsvektor arbeiten, der durch diese Stichprobe gegeben ist. Also sprich, welchen Zufallsvektor können wir uns da anschauen? Ja, den hier. So kann man eigentlich eine Stichprobe auch auffassen, oder? Das ist dieser Zufallsvektor. Und jetzt stelle ich mal die Frage, welche Wahrscheinlichkeitsdichte hat dieser Zufallsvektor? Also kann ich da ohne weiteres eine Wahrscheinlichkeitsdichte angeben? Und warum ist sowas immer gut? Weil sobald ich eine Wahrscheinlichkeitsdichte habe, damit kann ich rechnen, oder? Ansonsten wird das schwierig. Wenn ich jetzt also irgendwas nachrechnen will, dann wird mir das gut gelingen, wenn ich eine Wahrscheinlichkeitsdichte habe. Wenn ich keine habe, dann wird es schwierig sein. Und was kann man da jetzt als Wahrscheinlichkeitsdichte angeben? Der Punkt ist, wir kennen ja schon eine Wahrscheinlichkeitsdichte, also die, die man typischerweise nennt, für ein einziges von diesen fxis. Was werden wir wohl nehmen? Also fxi an irgendeiner Stelle x oder t könnte man nehmen. Was werden wir da wohl nehmen? Xi ist standardnormal verteilt. Welche Wahrscheinlichkeitsdichte werden wir nehmen? Ja, jetzt nicht gerade die, die am grausigsten ausschaut, sondern die stetige Version, einfach die Gaußsche Glockenkurve. Das heißt, das ist 1 durch Wurzel 2pi mal e hoch minus t Quadrat halbe. Ja, das hier werden wir nehmen. Und wir wissen dann sofort, dass für diesen Zufallsvektor damit eine Wahrscheinlichkeitsdichte folgender Form gegeben ist. Und Achtung, da müssen wir jetzt t1 bis tn einsetzen. Also sprich einen Vektor im Rn. Und was gibt es? Das gibt dann einfach nur das Produkt von i gleich 1 bis n über fxi an der Stelle ti. Und dadurch, dass die alle identisch verteilt sind, kann man natürlich da immer dieselbe Wahrscheinlichkeitsdichte nehmen. Das heißt, es ist das Produkt von i gleich 1 bis n über, ich schreibe ab, 1 durch Wurzel 2pi mal e hoch minus ti Quadrat halbe. Was kann ich mit dem Faktor da machen, mit dem Konstanten? Rausziehen. Also ich kann es schreiben als 2pi hoch minus 1/2. Ist nicht richtig, sondern wenn in einem Produkt jedes Mal derselbe Faktor steht, dann wird er wie oft da rein multipliziert? N-mal in dem Fall. Das heißt, das gibt nur hoch n dazu. Das ist 2pi hoch minus n halbe. Also hoch minus 1/2 hoch n gibt also 2pi hoch minus n halbe. Ja, und was kann ich hier mit dem übrigen Produkt machen? Da steht ja die Exponentialfunktion. Das heißt, das ist dasselbe wie e hoch minus 1/2, die Summe von i gleich 1 bis n über die ti Quadrate. Nicht? Weil das Produkt von Exponentialfunktionen ist die Exponentialfunktion der Summe der Exponenten. So die Funktionalgleichung. Und jetzt kann man das noch ein bisschen kompakter schreiben, wenn man möchte.
Da oben steht die Summe von Quadraten eines Vektors, genauer Summe von Quadraten der Komponenten eines Vektors. Kann man denn das ein bisschen kompakter hinschreiben? Hat jemand eine Idee? Könnt ihr denn das hinschreiben? Wir haben da ja mal so ein Nomen kennengelernt, wo so die Summe der Quadrate auftritt. Die euklidische zum Beispiel, oder? Und das heißt, das, was da oben steht, ist fast die euklidische Norm. Von diesem Vektor t, was stimmt nicht? Wenn ich jetzt also hier die 2-Norm hinschreibe, ist falsch, weil es ein halb fehlt dann noch, ja, okay. Aber ich muss es zum Quadrat nehmen, oder? Weil da nur die Wurzel rausgekommen ist. Also das heißt, wir sehen, dass man auf sehr kompakte Art und Weise mit diesem Lemma sofort eine Wahrscheinlichkeitsdichte einer normalverteilten, genauer Standard normalverteilten Stichprobe kriegen. Und das ist was, mit dem werden wir rechnen, das werden wir brauchen. Gesundheit. Dazu mal Fragen. Also, ihr solltet sehen, dieses Lemma ist der erste Schritt in die Richtung, dass wir mal mit den Stichproben rechnen können. Wenn wir nämlich Dichten zur Verfügung haben, können wir rechnen anfangen und das werden wir dann also nach der Pause in einem weiteren Lemma eben fortsetzen und ich würde sagen, wir machen, aha, ich habe mich verschaut. Ja, egal, machen wir halt heute mal früher Pause, dann ist keine Schlange beim Kaffeeautomaten. Also, das heißt, nach dieser Uhr 10 nach, würde ich sagen. Okay, was haben wir jetzt vor der Pause geschafft? Vor der Pause haben wir geschafft, dass wir jetzt eine Dichte für einen standardnormal verteilten Zufallsvektor mit unabhängigen Komponenten uns generiert haben. Das heißt also, wenn wir eine Stichprobe haben, die standardnormal verteilt ist, dann haben wir eine Dichte dazu. Und das nächste, was wir machen wollen, ist, wir wollen noch weiter mit diesen standardnormal verteilten Stichproben rechnen. Was bedeutet, wir wollen die irgendwo transformieren. Und insbesondere wollen wir sehen, wann die Verteilung dieselbe bleibt. Das heißt, wir gehen jetzt wieder davon aus, dass wir so eine Stichprobe haben. Also die Annahme ist y1 bis yn. Das wäre eine standardnormal verteilte Stichprobe. Und jetzt setzen wir das einfach als Zufallsvektor. Also y ist gleich und das definieren wir jetzt als y1 bis yn transponiert. Das heißt, wir machen eine Spalte draus und wir schnappen uns eine orthogonale Matrix. Was ist eine orthogonale Matrix? Was heißt denn das? Das heißt... Ist es lineare Algebra? Mit ihrer transformierten Matrix multipliziert, ergibt sie die Einheitsmatrix. Ja, das heißt, die Inverse dieser Matrix ist ihre transponierte. Was kann man über Spaltenzeilen von so einer Matrix sagen? Die bilden eine UNB. Was kann man über die Determinante von so einer Matrix sagen? Sie ist plus oder minus 1. Das sind alles Sachen, die wir brauchen. Also wir müssen wissen, was für Eigenschaften hat eine orthogonale Matrix, aber das wissen wir alles. Also das ist eine Matrix, die reelle Einträge hat, n kreuz n Matrix, mit der Eigenschaft, dass A transponiert gleich der Inversen von A ist, also sprich A transponiert A ist die Einheitsmatrix. So, was machen wir jetzt? Ja, jetzt machen wir unseren neuen Zufallsvektor. Und den neuen Zufallsvektor erhalten wir und den nennen wir Z. Indem wir den setzen, z1 bis zn, okay, so heißen seine Komponenten, und genauer nehmen wir einfach a mal y. Das heißt, wir nehmen jetzt unseren Vektor y, multiplizieren den einfach mit der orthogonalen Matrix und dann bekommen wir einen neuen Zufallsvektor z heraus. Ja, und was ist die Aussage dieses Lemmas? Im Sinne der Verteilung kommt dasselbe raus. Das heißt also, z1 bis Zn ist immer noch eine standardnormal verteilte Stichprobe. Ihr könnt es auch so sagen, unter orthogonaler Transformation bleiben standardnormal verteilte Stichproben standardnormal verteilte Stichproben. Das ist wieder was, mit dem kann man rechnen, oder? Unser Ziel wird nämlich irgendwann sein, alles so zu transformieren, dass wir Verteilungen direkt ablesen können. Und ohne eine solche Transformation, so eine orthogonale, wäre das sehr, sehr schwierig. Also wüsst ihr nicht, wie es geht. Gehen tut viel, aber das wird ein ganz wichtiges Lemma diesbezüglich sein. So, beweisen wir es. Also, wir beweisen,
standardnormal verteilte Stichproben sind invariant in Bezug auf ihre Verteilung unter orthogonalen Transformationen. So, wie könnte man da vorgehen? Man könnte sich überlegen, was man zeigen will, oder? Was man zeigen will ist, Z1 bis Zn ist standardnormal verteilt. Und wenn wir auch noch wissen, dass die unabhängig sind, das heißt ja eben bei einer Stichprobe, genau das Wort Stichprobe, dann können wir zeigen, dass die Wahrscheinlichkeit, dass entsprechend Z1 kleiner gleich ist als, und jetzt muss ich schauen, was ich da für Buchstaben genommen habe, wahrscheinlich sowas in der Richtung wie X1 und so. Schauen wir mal, dass die gleichen wie im Skript sind. Aha, na, Z1 heißt es natürlich. Also klein Z1 und so weiter und so fort, bis Zn kleiner gleich als Zn, das hier sind alles reelle Zahlen. Das ist nichts anderes als die Verteilungsfunktion des Zufallsvektors Z1 bis Zn an der Stelle Z1 bis Zn, wobei das hier kleine z sind. Was muss das sein? Das muss gleich einem Integral sein. Einem Integral von minus unendlich bis Z1, Kreuz, Punkti, Punkti, bis minus unendlich bis Zn. Und was muss hier drin stehen? Was muss da drin stehen? Gibt es Vorschläge? Was werde ich da reinschreiben müssen? Was für eine Wahrscheinlichkeitsdichte muss jetzt da stehen? Nur wenn das immer noch dieselbe Verteilung wie der Zufallsvektor y hat, dann muss da auch die selbe Wahrscheinlichkeitsdichte stehen, oder? Das muss die gleiche dann sein. Das heißt also, wir müssen einfach nur zeigen, keine Ahnung, schreibe jetzt hier x-Vektor, dass sich die Verteilungsfunktion des neuen Zufallsvektors schreiben lässt als Integral über die Dichte des alten Zufallsvektors. Weil, was damit dann gezeigt wäre, ist, dass es dieselbe Verteilungsfunktion ist, wie die von y1 bis yn von diesem Zufallsvektor. An dieser Stelle, das heißt also, dieses z-Vektor hier, das wäre ein Vektor im Rn. Also klar, wir zeigen einfach nur die Gleichheit der Verteilungsfunktionen. Und warum tun wir uns da leicht? Weil wir wissen schon, wie diese Wahrscheinlichkeitsdichte hier ausschaut. Das ist genau die, die wir da drüben ausgerechnet haben. Also das ist eine Möglichkeit, sie so zu setzen. Das werden wir natürlich so machen. Idee klar, wir zeigen, das hat ein und dieselbe Wahrscheinlichkeitsdichte. Und damit wir dazu einmal anfangen können, schnappen wir uns genau dieses Intervall hier. Und ich will nicht jedes Mal schreiben müssen, minus unendlich Z1, Kreuz und so weiter und so fort. Deswegen nenne ich dieses Intervall mal I. Also genauer dieses Produkt von Intervallen. Das ist also das von minus unendlich bis Z1. Kreuz, Punkti, Punkti und hier minus unendlich bis Zn. Und den Vorteil, den ich jetzt habe, jetzt kann ich das alles ein bisschen kompakter hinschreiben. Ich fange natürlich hier auf der linken Seite an, oder? Das ist zu zeigen. Ich fange auf der linken Seite an und schreibe mal die Wahrscheinlichkeit mal hin. Das ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Zufallsvektor Z in diesem Intervall liegt. Alle einverstanden? Weil was heißt das? Das heißt, Z1 muss im ersten Faktor liegen. Wenn Z1 aber da im ersten Faktor liegt, heißt das, es ist kleiner gleich als Z1, und zwar das kleine Z1, und so weiter und so fort. Das ist nur eine kompaktere Art und Weise, das hinzuschreiben. So, was bringt's? Ja, irgendwo werde ich auch verwenden müssen, was ich über y weiß, oder? Und z ist a mal y. Also damit habe ich sicher nicht gelogen. Z wird definiert als a mal y. Wenn ich also z hier gleich a mal y setze, dann ja, habe ich jetzt nicht viel gemacht. Ich habe eine Definition verwendet. Und jetzt will ich aber hier was loswerden. Na, was ich loswerden will, ist jetzt das a auf der linken Seite. Wie kann ich denn das da rechts rüberschieben? Was haltet ihr davon? Also, wann liegt ein Zufallsvektor in einer Menge? Das liegt also dann entsprechend drin, wenn die ganzen zugehörigen Bilder dort drin liegen, oder? Das, was ich jetzt aber machen kann, ist, ich kann da hier einfach die Inverse anwenden.
Also im Prinzip nehme ich hier die Urbildmenge. Ihr könnt also immer a und a hoch minus 1 hin und her schieben. Und Achtung, das entspricht halt hier der linearen Abbildung, oder? Das ist also das Bild unter der linearen Abbildung, a hoch minus 1 wäre die zugehörige Abbildungsmatrix. Und das hier, wissen wir aber, ist a transponiert. Also, das war einfach. Und jetzt haben wir also eine Bedingung nur an y. Das ist also die Wahrscheinlichkeit, dass y in a transponiert i liegt. Wie kann man das jetzt ausdrücken? Ja, bei y wissen wir schon viel. Y ist eine standardnormalverteilte Stichprobe. Und das heißt, wir kennen die Wahrscheinlichkeitsdichte, genauer eine Wahrscheinlichkeitsdichte. Wir können das jetzt schreiben als Integral über, das ist a transponiert i, ja, Wahrscheinlichkeit, dass y dort drin liegt. Und hier nehmen wir die Wahrscheinlichkeitsdichte von y. Dann müssen wir hier halt uns irgendeinen Buchstaben überlegen, keine Ahnung, klein y, und integriert wird also hier bezüglich des Lebesgue-Maßes im Rn, Integrationsvariable heißt klein y. Das ist nichts anderes als die Wahrscheinlichkeit, dass ein Zufallsvektor Werte in einem bestimmten Bereich annimmt, ist das Integral über diese Menge mal und integriert wird über die Dichte. Oder? Das ist Definition der Dichte, könnt ihr fast sagen. Und warum kann man das sinnvoll verwenden? Weil das kennen wir. Wie schaut das aus? Das ist 2pi hoch minus n halbe. Wir können diese Wahrscheinlichkeitsdichte hier nehmen. E hoch minus Norm von y, und zwar genauer 2 Norm zum Quadrat halbe. Das kennen wir. Weil da wissen wir schon, das ist standard normal verteilt, unabhängige Komponenten haben wir da. So, was ist das nächste, was wir machen werden? Ja, das Problem ist, was mich noch ein bisschen stört, ist, dass da was anderes drinsteht, als ich haben möchte. Und ich möchte ganz gern haben, dass hier das Intervall i steht. Ohne dieses lästige a transponiert davor. Und wie kann ich das loswerden? Ja, mit Transformation. Das heißt, ich verwende jetzt hier den Transformationssatz und setze y gleich a transponiert x. Also y setze ich a transponiert x. Und wende den Transformationssatz an, dann steht hier das Integral über den nicht transformierten Bereich, was bedeutet einfach über i. Und hier müssen wir halt einsetzen, für klein y a transponiert mal x. Und jetzt müssen wir aber eine Sache beachten, wie ist denn das beim Transformationssatz in mehreren Dimensionen? Was kommt da noch daher? Der Betrag der Funktionaldeterminante. Wir erinnern uns an den Transformationssatz. Aber was ist hier die Funktionaldeterminante? Ja, das ist a transponiert, oder? Und das heißt, hier steht nur die Determinante von a transponiert und ein Betrag drumherum. Und die neue Integrationsvariable heißt also x. Das ist der Transformationssatz, den wir da verwendet haben. Also, Transformationssatz. Und jetzt schaut es irgendwie so aus, als ob gar niemand dasteht, was wir eigentlich haben wollen. Aber dann denkt man drüber nach, das hier ist doch die Determinante einer orthogonalen Matrix, A transponiert ist übrigens dann auch orthogonal, ist plus oder minus 1. Wenn wir den Betrag nehmen, ist es 1. Das ist schon mal wunderbar. Jetzt muss man uns halt nur überlegen, und das ist was, was zu tun ist, warum kann ich hier das a transponiert einfach weglassen? Warum ist das dasselbe wie fy an der Stelle x? Also ich behaupte, da kann ich das a transponiert einfach wegschmeißen. Da kommt dasselbe raus. Das müssen wir halt nur überlegen. Dann wären wir allerdings fertig, oder? Also bis auf das, was hier steht, ich nenne das da mal Blaustern. Wenn wir das nur gezeigt haben, steht wirklich das Integral über i fy von x d Lambda von x da. Und das wäre genau das, was wir zeigen wollen. Oder? Dann wären wir fertig. Also alles, was fehlt, ist zu sehen, warum ich hier a transponiert weglassen kann. Vorschläge. Wunderbar, das hört man gern. Das heißt, was steht da drin? Da steht a transponiert
mal x in der 2-Norm zum Quadrat. Was ist denn das? Ja, oder ihr könnt es auch schreiben als Skalarprodukt mit sich selber, wenn ihr wollt. Und was wissen wir denn über orthogonale Matrizen und die 2-Norm oder das entsprechende Skalarprodukt? Also das wäre A transponiert x mal A transponiert x. Was weiß man denn da? Orthogonale Transformationen erhalten das Skalarprodukt. Ihr könnt es ja so sagen, das Skalarprodukt ist irgendwie invariant unter orthogonalen Transformationen. Das heißt also, das ist dasselbe wie die 2-Norm von x zum Quadrat. Das ist halt also lineare Algebra und so. Kann man nichts dran ändern. Und was können wir jetzt damit schließen? Na, jetzt schreiben wir uns das fy an der Stelle a transponiert x nochmal hin. Also, das ist 2pi hoch minus n halbe mal e hoch, und hier steht minus die 2-Norm von a transponiert x zum Quadrat halbe. Jetzt haben wir aber gerade nachgerechnet, das hier ist die 2-Norm von x zum Quadrat, und damit ist das dasselbe, wie wenn ich in fy einfach nur x einsetze. Und fertig. Das heißt, alles, was wir gebraucht haben, sieht man hier, sind die wesentlichen Eigenschaften von orthogonalen Matrizen und damit orthogonalen Transformationen. Eines ist, dass die Determinante betragsmäßig 1 ist, und das zweite, was halt nur wesentlich war, ist, dass also hier die 2-Norm erhalten bleibt. Mehr war eigentlich hier jetzt nicht wesentlich. Das heißt, ihr solltet euch merken, dass im Prinzip die Gauss-Verteilung invariant unter orthogonalen Transformationen ist. Oder ein Stück weit heißt es ja das. Genauer ist es sogar so: Standard normal verteilte Stichprobe wird auf Standard normal verteilte Stichprobe abgebildet unter einer orthogonalen Transformation. Das müssen wir uns merken. Das ist also hier ein ganz wichtiges Resultat. Habt ihr dazu mal Fragen? Wenn dem nicht so ist, dann solltet ihr. Ganz am Anfang vom Beweis, beim Land, dass da die Zs, dass man da dieselbe Dichte nehmen kann, von den Ys. Von den Ys, ja, das ist genau das Resultat, was da links steht. Also, okay, hier heißen einfach y1 bis yn, x1 bis xn. Aber das ist genau das Resultat, was wir hier verwendet haben, oder? Ah ja, okay. Nicht so einverstanden? Noch nicht ganz, aber vielleicht. Okay. Also, wir wissen, wenn wir schon eine standardnormal verteilte Stichprobe haben, dann ist das hier eine Dichte. Jetzt haben wir aber vorausgesetzt über das Y, dass es standardnormal verteilt ist, eine standardnormal verteilte Stichprobe. Das heißt, wenn wir zeigen können, dass dieser Zufallsvektor mit den Zs drin dieselbe Wahrscheinlichkeitsdichte hat, sind wir fertig. Weil von dieser Wahrscheinlichkeitsdichte wissen wir schon, sie gehört zu einer standardnormal verteilten Stichprobe. Ah, okay, also weil beide standardnormal verteilt sind. Weil y ist ja standardnormal verteilte Stichprobe. Wenn z dieselbe Wahrscheinlichkeitsdichte hat, hat es ja dieselbe Verteilung. Und dieselben Unabhängigkeitseigenschaften. Das überträgt sich dann natürlich. Bei selber Dichte haben wir dann also genauso unabhängige Komponenten und natürlich auch selbe Verteilung der Komponenten und selbe gemeinsame Verteilung, wie auch immer. Also die Idee ist, zeige einfach, es hat dieselbe Wahrscheinlichkeitsdichte, und das ist genau das, was wir nachgerechnet haben. Okay, gut. Soll ich euch langsam verraten, was es so bringen wird? Jetzt wird schon Zeit, gell? Ich gebe schon zu. Also, das waren natürlich jetzt alles ein bisschen technische Dinge, die uns einfach ermöglichen werden, entsprechend Sachen nachzurechnen. Und jetzt schauen wir nochmal, wo so Dinge auftreten könnten. Wir erinnern uns an das, was wir ganz gerne als stochastischen Pivot wieder verwenden würden. Das war also was? Dieses x quer minus μ durch s mal Wurzel n. Und wir interessieren uns für die Verteilung von dem Ding. Und was wir da eben entscheidend brauchen werden, sind genau solche Transformationen. Das heißt, was wir eben insbesondere brauchen ist, wir werden hergehen und wir werden da also starten mit gewissen Zufallsvariablen, mit einer Stichprobe, der wir dann eben orthogonale Transformation aufsetzen. Und was wird dann schlussendlich das Ergebnis sein? Ja, das werden zwei Verteilungen sein. Das erste wird sein, dass wir hier nachrechnen, das folgt einer T-Verteilung mit n-1 Freiheitsgraden. So, was ist jetzt gemein da dran? Ich habe euch nicht gesagt, was die Verteilung ist, oder? Die müssen wir jetzt definieren. Das zweite, was wir sehen werden, ist,
wie S-Quadrat verteilt ist. Und da ist es so, das muss man noch ein bisschen transformieren. Wenn ich hier mal n minus 1 rechne und durch Sigma Quadrat dividiere, ja, dann ist S Quadrat hier Quadrat verteilt mit n minus 1 Freiheitsgraden. So, das ist jetzt, ich kann auch was auf Chinesisch da jetzt auf der rechten Seite sagen, wenn ihr die Verteilungen nicht kennt, bringt das nichts. Aber was ich euch sagen will ist, wir werden jetzt zwei Verteilungen definieren, die wir brauchen. Das ist irgendwie der Punkt. Also, jetzt treten zwei neue Verteilungen auf und das werden genau die sein, die uns interessieren. Und die definieren wir halt jetzt. Das Erste, was man sich überlegen könnte, ist, wie kommt dieses S-Quadrat zustande? Und das führt eben auf die Chi-Quadrat-Verteilung. Und wenn man sich nur überlegt, wie das hier gebaut ist, dann auf die sogenannte studentische T-Verteilung. Also, von der habe ich euch schon ein bisschen erzählt. Und wenn wir uns nochmal überlegen, wie sieht das S-Quadrat aus? Ja, beim S-Quadrat nimmt man eine Summe von Quadraten, oder? Stimmt so? Also im Wesentlichen steht da, bis auf einen Faktor, Summe über xi minus x quer zum Quadrat. Und das heißt, genau so was in der Richtung werden wir brauchen. Wenn wir eine Stichprobe haben, x1 bis xn, die standardnormal verteilt ist, dann schauen wir uns an, was gibt die Summe von i gleich 1 bis n über die xi Quadrate. Also nochmal, der Plan ist, wir nehmen uns eine standardnormal verteilte Stichprobe und bilden die Summe der Quadrate. Ja, und da ist klar, das ist wieder eine Zufallsvariable. Jede Zufallsvariable hat eine Verteilung. Die Verteilung wird eindeutig bestimmt durch die Verteilung der Xis und die nennt man Chi-Quadrat-Verteilung. Genauer, Chi-Quadrat-Verteilung mit n Freiheitsgraden und so spricht man auch dazu. Also, Chi-Quadrat-Verteilung, Verteilung mit n ist hier die Anzahl der Freiheitsgraden. Also n Freiheitsgrade. Und wenn wir es tatsächlich schaffen, dann hier nachzurechnen, dass die Anzahl der Freiheitsgrade hier n minus 1 ist, dann habt ihr auch noch einmal eine Erklärung, warum man für die Stichprobenvarianz durch n minus 1 mittelt und nicht durch n. Das ist hier die Anzahl dieser Freiheitsgrade, also dieser Parameter, der zu dieser Chi-Quadrat-Verteilung gehört. Das ist die Definition dieser Verteilung. Wenn wir jetzt nachrechnen wollen, dass irgendwas so verteilt ist, dann müssen wir zeigen, es lässt sich als entsprechende Summe von Quadraten von wichtig unabhängigen standardnormal verteilten Zufallsvariablen zeigen. Schreiben. So. Ja, das muss man dann tun. Man muss es so hinschreiben können, ansonsten wissen wir nicht, dass es diese Verteilung hat. Und da könnt ihr schon erraten, da wird man viel transformieren müssen. Deswegen braucht man diese Lemmas, die man da jetzt vorher, Lemmatas, die man da vorher uns angeschaut haben. Zweitens, jetzt schauen wir, was die Struktur hier ist. Was passiert denn, wenn ich von x quer μ abziehe? Dann hat es Erwartungswert 0. Normal verteilt ist es sowieso. Wenn ich das noch passend durch die Standardabweichung dividiere, ist es standardnormal verteilt. Und das nehmen wir genau an. Wir nehmen an, dass x und y hier zwei Zufallsvariablen sind, die unabhängig sind. Also die sind unabhängig mit der Eigenschaft, dass x standardnormal verteilt ist. Und ihr könnt euch vorstellen, mehr oder weniger ist es dieser Nenner, der hier oben steht. Super gut. Der Zähler, der hier oben steht. Entschuldigung. Also das, was hier oben steht, ist mehr oder weniger standardnormal verteilt. Und das, was unten steht, dieses S, ja, das ist, wenn man es quadriert, mehr oder weniger hier Quadrat verteilt. Das heißt, wir nehmen an, Y wäre hier Quadrat verteilt, jetzt mit n Freiheitsgraden. Und dann bildet man hier auf der linken Seite so etwas wie x dividiert durch Wurzel aus Y. Also Wurzel aus, was sozusagen Chi Quadrat verteilten und dann muss man halt nur durchdividieren durch die Anzahl der Freiheitsgrade. Das hier ist dann die sogenannte T-Verteilung, die man mit Tn schreibt, wenn wir n Freiheitsgrade haben. Also Student T-Verteilung, T-Verteilung mit n Freiheitsgraden. Also die studentische T-Verteilung, die erbt einfach die Anzahl der Freiheitsgrade von dieser Chi-Quadrat-Verteilung hier. Wo man ein bisschen vielleicht vorsichtig sein sollte, was passiert denn, wenn man hier durchdividiert, durch die Wurzel aus im Wesentlichen y, was könnte denn da Schlimmes passieren?
ja, ich könnte durch 0 dividieren. Ist das da eine große Gefahr? Fast sicher nicht. Warum? Da habe ich eine Summe von Quadraten von normal verteilten Zufallsvariablen. Die Wahrscheinlichkeit, dass das den Wert 0 annimmt, ist 0. Das bedeutet also, fast sicher ist y positiv und das bedeutet also, ich kann die Verteilung so definieren. In den Punkten, wo es 0 wäre, setze ich es einfach auf 0, das ist eine Nullmenge. Also kein Problem. Und damit haben wir wieder eine neue Verteilung definiert. Im Prinzip könnt ihr ja sagen, das, was ich euch da gesagt habe, was links zu sehen ist, vergesst ihr alles, das ist die Definition dieser beiden Verteilungen. Aber natürlich, es ist wichtig, für was wir die brauchen werden. Also, das steht genau auf der linken Seite. Gut, da gibt es nichts zu beweisen, das sind Definitionen, wie gesagt. Was wir jetzt beweisen wollen, ist das, was hier drüben steht. Also, jetzt wollen wir den entsprechenden Satz dazu kennenlernen. Wie sind also diese statistischen Größen verteilt? Was ist gegeben? Gegeben ist nichts weiteres als eine Stichprobe x1 bis xn, die normal verteilt ist. Das ist unsere Ausgangslage. Wenn wir Konfidenzintervalle berechnen, dann haben wir normal verteilte Stichproben gegeben, oder? Wir kennen also eventuell weder μ noch Sigma, aber die gibt es immer. Das ist natürlich die Vorstellung dazu. Und die Aussage ist, na, zum einen mal, und da bin ich gespannt, ob euch das überrascht oder nicht, dass das Stichprobenmittel und die Stichprobenvarianz unabhängig sind. Zunächst klingt das vielleicht irgendwie magisch. Ihr nehmt das Stichprobenmittel, das errechnet sich aus x1 bis xn. Ihr nehmt die Stichprobenvarianz, da steckt auch x1 bis xn drin, sogar das x quer, also das Stichprobenmittel selber. Und dann sind die beiden Zufallsvariablen unabhängig. Warum ist es nicht überraschend? Was schätze ich denn damit? Was schätze ich mit der Stichprobenvarianz? Ist das nicht ein Intervall und das andere ist ein konkreter Wert? S Quadrat ist ein Intervall. Und halt ein Wert, was ist denn von konkreter Wert, den Sie verhandeln? Ich hoffe nicht. Das ist das Stichprobenmittel, oder? Und was ist die Stichprobenvarianz? Die haben wir heute schon mal aufgeschrieben. 1 durch n minus 1, Summe i gleich 1 bis n, xi minus x quer zum Quadrat. Ja, so. Okay. Ja, das sind einfach zwei Zufallsvariablen. Und die beiden sind unabhängig. Aber warum ist es nicht überraschend? Also ich finde, wenn man das erste Mal so hingeklatscht kriegt, also würde ich immer denken, das kann ja nicht gehen. Nicht? Da stehen die xi's drin, das ist das x quer. Da kommt x quer sogar nochmal vor, die xi's stehen auch drin und das soll unabhängig sein. Das kann ja nicht funktionieren. Aber dann überlegt man sich noch einmal, was schätzt man damit? Was schätzt man mit s Quadrat? Die Varianz. Und interessiert es die Varianz, was der Erwartungswert ist? Na, ich sage eben immer so, der Varianz ist egal, worum sie streut. Ihr könnt es also immer um den Erwartungswert verschieben, die Varianz bleibt davon unbeeinflusst. Ihr könnt es um jeden Wert verschieben und die Varianz bleibt gleich. Also ihr könnt es immer um eine Konstante verschieben, die Varianz bleibt dasselbe und deswegen ist es nicht überraschend, dass die unabhängig sind. Aber wie gesagt, ich finde, wenn man es das erste Mal so sieht, kann man durchaus skeptisch werden. Zweite Aussage. Die zweite ist eine, die wir eigentlich schon kennen. Nur die kriegen wir aus diesem Beweis, den wir dann machen werden, gratis nur einmal raus. Ja, und wenn es gratis ist, nehmen wir es halt. Also, was ist die Verteilung dieser statistischen Größe des Stichprobenmittels? Und das wissen wir schon, das ist wieder eine Normalverteilung mit selben Erwartungswert, aber aufgepasst, die Varianz wird durch n dividiert. Das wissen wir schon, kriegen wir aber nur einmal raus. Drittens, und jetzt wird es also geht es wirklich in die Richtung, die Dinge, die wir jetzt wissen wollen. Was ist die Verteilung
der Stichprobenvarianz. Also was ist die Verteilung von S Quadrat? Das stimmt natürlich nur bis auf einen Vorfaktor. Dann ist es genau eine Chi-Quadrat-Verteilung. Und aufgepasst, N-1, ja, das ist hier die Anzahl der Freiheitsgrade. Also wenn N der Stichprobenumfang ist, ist N-1 die Anzahl der Freiheitsgrade. Viertens, und das ist natürlich was, was uns sehr stark interessiert, der stochastische Pivot, den wir dann verwenden wollen, das heißt, wo wir x quer minus μ durch Sigma hatten, Sigma durch S ersetzt haben und dann noch mit Wurzel n multiplizieren, ja, das ist wirklich ATN-1 Verteilung, studentische T-Verteilung mit N-1 Freiheitsgraden. Und damit haben wir dann alles benannt. Damit haben wir wieder unseren stochastischen Pivot, mit dem können wir wieder Konfidenzintervalle ausrechnen, wäre alles erledigt. Okay? Also dieser Satz ist von ganz, ganz zentraler Bedeutung und gesagt, insbesondere die Erkenntnis, dass man hier diese Verteilung nimmt und nicht einfach eine Normalverteilung, das ist ein ganz entscheidender. Habt ihr mal Fragen zu den Aussagen? Keine Fragen? Dann gehen wir in den Beweis rein. Und jetzt wird sich natürlich vieles auszahlen, was wir vorbereitend jetzt gemacht haben. Vor allem dieses orthogonale Transformieren. Jetzt, wenn wir dieses Lemma anwenden wollen, brauchen wir aber zuerst einmal was. Ja, jetzt haben wir gerade ein Lemma bewiesen und dieses Lemma hat als Voraussetzung eine standard normal verteilte Stichprobe. Sehe ich keine. Muss ich mal eine machen. Das heißt, die Idee ist, die XIs sind nicht standardnormal verteilt. Dann ziehe ich den Erwartungswert ab, dividiere durch die Standardabweichung, dann sind sie es halt doch. Also, wir standardisieren zunächst einmal diese XIs, das definieren wir als YIs und so machen wir das für I gleich 1 bis N. Und dadurch, dass diese XIs alle unabhängig sind, gilt dann auch, dass es die YIs sind. Also auf gut Deutsch, Y1 bis YN ist eine standardnormal verteilte Stichprobe. Gut, jetzt haben wir mal was, mit dem können wir arbeiten. Das können wir jetzt orthogonal transformieren. Das könnt ihr jetzt irgendwie machen. Jetzt könnt ihr irgendeine orthogonale Matrix nehmen und dann kommt halt wieder so eine standardnormal verteilte Stichprobe raus. Es ist halt die Frage, was nimmt man Sinnvolles? Und da gibt es jetzt eine recht wiffe Idee. Nimm eine orthogonale Matrix, bei der man sich jetzt die erste Zeile vorgibt. Die erste Zeile ist also was? Da nehmen wir erste Zeile und alle zugehörigen Spalten da. Also ich glaube, ihr schreibt es meistens sowas, A1' oder so. Das ist die erste Zeile. Und die erste Zeile gebe ich mir vor. Ich setze die auf 1 durch Wurzel n, 1 durch Wurzel n, Punkt, 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 1 durch Wurzel n. Und man kann es auch so schreiben, das ist 1 durch Wurzel n mal der 1-Vektor. Warum nicht, oder? Erste Frage, warum gibt es so eine orthogonale Matrix? Zweite Frage, warum ist sinnvoll, das sehen wir erst später. Gibt es so eine orthogonale Matrix? Also, kann ich mir irgendeine Zeile vorgeben, eine erste, und dazu dann eine orthogonale Matrix finden? Ja, warum? Unter welcher Bedingung an diese Zeile? Ja, Null wäre blöd. Okay, das gebe ich zu. Also die Nullzeile wäre schon mal sehr ungeschickt. Sehr gut. Man kann es zu einer ONB ergänzen, weil bei einer orthogonalen Matrix ist es so, die Zeilen müssen eine ONB bilden. Das ist äquivalent dazu. Damit sich das aber ausgeht, muss für die erste Zeile was gelten? Wie bitte? Zum Rest dann? Den Rest haben wir ja noch gar nicht. Aber in welchem Fall kann man mit dieser Zeile nicht starten? Beispiel war, wenn es die Nullzeile ist, ja? Warum? Oh ja, okay, weil die Linie abhängig von allem ist. Ja, super, okay. Deswegen geht die Nullzeile nicht, ja? Was muss denn nämlich die Zeile erfüllen, wenn sie eine ONB werden soll? Sie muss normiert sein, oder? Deswegen Orthonormalbasis. Das heißt, wenn das hier in der 2-Norm, wenn das hier in der 2-Norm nicht 1 ist, dann haben wir ein Problem. Warum ist es aber in der 2-Norm 1?
Ja, weil ich es gerade so gewählt habe. Also, wir wissen, so ein konstanter Faktor, der kommt vor die Norm raus. Und dann müssen wir also noch die Norm bilden vom Vektor mit alles Einsen drin. Wie viele Stück sind das? N Stück. Und was ist diese 2-Norm? Das ist die Wurzel aus 1² plus Punkt, 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 1². Manche nennen das auch Wurzel aus N. Und kürz, kürz. Und 1 steht da. Das heißt, diese erste Zeile ist genau so gewählt, dass sie normiert ist. Warum wir sie ganz genauso wählen, werden wir dann gleich sehen. So, wie kommen wir jetzt zu einer ONB? Wie ergänzt man diese erste Zeile zu einer ONB? Also ergänzen habe ich jetzt gehört. Man ergänzt zu einer ONB. Da verwendet man das Gramm-Schmidt-Verfahren. Genau, das Gramm'sche Diagonalisierungsverfahren, Gramm-Schmidt-Verfahren, wie auch immer. Also wir wissen, da kann man jetzt eine ONB draus machen. Und mir ist vollkommen egal, wie die weiteren Zeilen ausschauen. Ist mir total egal. Wichtig ist nur, das muss die erste Zeile sein. Okay, jetzt habe ich also so eine orthogonale Matrix und mit der kann ich transformieren. Das heißt, ich kriege jetzt einen neuen Vektor heraus, Z1 bis Zn, den nenne ich Z, und den erhalte ich, indem ich also das hier auf Y drauf multipliziere, diese orthogonale Matrix, also A mal Y, da sollte ich transponieren, Y1 bis Yn bilde. Und jetzt wissen wir was. Was wir wissen ist, dass Z1 bis Zn noch immer eine standardnormal verteilte Stichprobe ist. Also unser schlaues Lemma, das sagt, Z1 bis Zn ist eine standardnormal verteilte Stichprobe. Daran hat sich nichts geändert. So, und bis jetzt wirkt das alles so, als ob man überhaupt nichts damit bewogen hätte, oder? Man, wie ist man jetzt weiterkommen? Aber was wir jetzt zeigen werden, ist Folgendes. Wir zeigen. Wir werden zeigen, dass sich x quer, das Stichprobenmittel, als Funktion von Z1 schreiben lässt. Also auf gut Deutsch, x quer, das Stichprobenmittel, hängt nur von Z1 ab. Und wir werden zeigen, dass s², die Stichprobenvarianz, nur von den übrigen Z2 bis Zn abhängt. Was haben wir dann alles gezeigt? Also nochmal, wir zeigen, x quer lässt sich schreiben nur als Funktion von Z1. s² nur als Funktion der restlichen Zis. Was folgt dann sofort? Wissen wir aus der Stochastik 1. Das ist eine Stichprobe. Die sind voneinander unabhängig. Was ich hier mache, ist, ich gruppiere. Das Z1 verwende ich nur für die Definition dieser Zufallsvariable, das liefert diese, und die restlichen, die liefern also das s². Damit sind die beiden voneinander unabhängig. Also was daraus sofort folgt, ist, x quer ist unabhängig von s², also die sind unabhängig. Das wissen wir aus der Stochastik 1. Wenn ihr unabhängige Zufallsvariablen habt, ihr gruppiert die, zum Beispiel eben z1 auf die eine Seite, z2 bis zn auf die andere, dann setzt ihr Funktionen drauf, dann bleiben die Zufallsvariablen, die ihr kriegt, auch voneinander unabhängig, wenn es die ursprünglichen waren. Das ist ein Satz aus der Stochastik 1. Und jetzt seht ihr schon, warum wir diese Transformation hier brauchen. Nicht? Wenn wir die Transformation nicht hätten, dann könnte man das nicht so auseinanderteilen. Das ist also das Problem. Na gut, wie fangen wir da an? Ja, das Erste, was wir machen, ist, dass wir uns vielleicht einmal anschauen, wie dieses x quer hier ausschaut. Und das x quer können wir einfach umrechnen. Also das Erste mal, was wir machen, ist, wir überlegen uns, wie schaut x quer aus. Das ist 1 durch n, Summe i gleich 1 bis n über die xi's. Jetzt muss ich aber die xi's loswerden. Weil mit was habe ich weitergerechnet? Weitergerechnet habe ich mit den y-i's. Und jetzt machen wir da geschwinde eine kleine Rechnung. Wenn yi gleich xi minus μ durch Sigma ist, was ist dann xi? Falsch. Doch, richtig. Was ist dann xi? Wir bringen Sigma rüber, multiplizieren also damit. Das ist Sigma mal yi. Und dann müssen wir nur das μ auf die andere Seite schaufeln, also plus μ. Alle einverstanden?
Das heißt, wir können xi natürlich durch yi ausdrücken und setzen einfach ein. Das ist also 1 durch n, Summe i gleich 1 bis n, Klammer auf, über Sigma yi, mi falsch plus mu. Okay, wie geht's weiter? Naja, jetzt schmeißen wir einfach das Sigma hier vorne raus. Das ist also Sigma mal, und das schreibe ich jetzt als 1 durch Wurzel n mal Summe i gleich 1 bis n, 1 durch Wurzel n mal yi. Warum mache ich das? Weil es mir gefällt. Das ist schön so. Und da habe ich noch das μ stehen. Das μ wird n mal aufsummiert und dann wird durch n dividiert. Also das ist plus n durch n mal μ. Was habe ich mit dem 1 durch n gemacht? Ich habe es geschrieben als 1 durch Wurzel n mal 1 durch Wurzel n. Warum? Weil es wahr ist, weil es schön ist, weil Montag ist. Was passiert denn, wenn ich die Summe bilde über 1 durch Wurzel n yi? Wie generiert man denn das? In Bezug auf diese Matrix A, die da drüben steht. Zeile mal Spalte. Und zwar was mit was? Dieses A hier wird multipliziert mit dem Vektor y. Da steht y1 bis yn drin. Wenn ich die erste Zeile nehme, steht aber jedes Mal 1 durch Wurzel n da. Das heißt, die erste Zeile mal diesen Vektor gibt genau diese Summe. Sind es alle? Das ist gerade a mal y und davon der erste Eintrag. Ich meine, manche nennen das jetzt auch z1, haben wir gesagt, oder? Also, das ist die erste Zeile mit dieser Spalte y. Es gibt die erste Komponente des neuen Vektors und das ist gerade z1. Und deswegen haben wir die erste Zeile so gesetzt. Nicht? Ich weiß, bisher ist das vom Himmel gefallen. Aber an der Stelle sieht man jetzt ganz genau, wir wollen einfach, dass dieses x quer, da haben wir angefangen, nur von z1 abhängt. Und wie müssen wir es dazu setzen? Ja, genau so. Viele andere Varianten hat man nicht. Warum? Die erste Zeile muss normiert sein. Und damit steht im Prinzip eh schon die da. Man, viele andere Varianten hat es nicht. Ihr könnt es nur ins Negative setzen oder so. Aber ist jetzt auch nicht gerade sehr was anderes. Okay, das heißt also, was kommt raus? Es kommt raus, dass das dasselbe ist wie Sigma durch Wurzel n mal z1 plus μ. Und warum kenne ich damit die Verteilung von x quer? Ja, weil die Verteilung von z1 kennen wir. Die Verteilung von z1, das ist die Standardnormalverteilung. Und das z1 ist x quer minus μ durch Sigma mal Wurzel n. Stimmt so? Das ist einfach das da oben wieder sozusagen nach z1 aufgelöst. Ja, und da, wie gesagt, bei z1 wissen wir, das ist die Standardnormalverteilung. Wenn wir also jetzt wissen wollen, ob diese Größe überhaupt normal verteilt ist, dann kann man sagen, ja, weil schlussendlich ergibt sich jetzt x quer nur durch eine Transformation, und zwar eine linear affine, aus einer standardnormal verteilten Zufallsgröße. Und alles, was wir machen müssen, ist Erwartungswert und Varianz nachrechnen. Ja, aber das steht gerade da. Also, das heißt, auf der rechten Seite muss der Erwartungswert abgezogen werden und durch die Varianz, genauer die Standardabweichung, dividiert. Also damit sehen wir jetzt sofort, x quer ist also μ Sigma Quadrat durch n verteilt. Also das haben wir jetzt halt nochmal gratis da rausgekriegt.
entscheidend, also wichtig ist, dass wir uns jetzt mal merken, x quer hängt nur von z1 ab. Das steht da. z2 bis zn sind unerheblich. So, das nächste, was wir machen müssen. Das nächste, was wir machen müssen, ist, jetzt brauchen wir natürlich s². Auch s² müssen wir entsprechend ausdrücken. Und da werden wir jetzt zeigen, also nächster Schritt. Ja, wir werden uns genau die Verteilung von der Zufallsgröße anschauen, die uns interessiert. Wenn wir jetzt wirklich haben wollen, dass das Chi-Quadrat Verteilung mit n-1 Freiheitsgraden ist, wie muss ich es dann schreiben lassen? Was muss man jetzt über diese Größe zeigen? Wie muss man sie schreiben können? Jetzt müsst ihr auf die Definition einer Chi-Quadrat-Verteilung gehen. Behauptung. Ich behaupte, das kann ich schreiben als Summe n gleich 2, na schlecht, i gleich 2 bis n über xi², schlecht, zi². So, jetzt ist gut. Warum bin ich dann fertig? Weil da 2 steht, ganz genau. Welcher Zweier? Beide, ja. Also, wichtig ist, das fängt hier bei 2 an. Das heißt, wie viele Summanden sind das? Ganz genau. Und das sind Quadrate von unabhängigen, standardnormal verteilten Zufallsvariablen. Das heißt, wenn wir das als diese Summe schreiben können, sind wir fertig. Dann haben wir alles gezeigt, weil dann sehen wir insbesondere, dass s² nur eine Funktion ist, die von z2 bis zn abhängt. Damit haben wir die Unabhängigkeit von x quer und die Verteilung haben wir auch schon erledigt. Das heißt, was wirklich zu tun ist, ist genau zu zeigen, das hier lässt sich so schreiben. Das müssen wir machen. Okay, da brauchen wir ein kleines Zwischenresultat. Also, was brauchen wir? Vorüberlegung. Also, was ist unsere Vorüberlegung? Wie lässt sich die Summe von i gleich 1 bis n über diese zi² noch schreiben? Der Punkt ist, irgendwo muss man immer auf die yis zurückgehen. Über die yis habe ich sozusagen die xis wieder im Griff und das muss irgendwo auch wieder daherkommen. Ich muss ja sozusagen mit meinen xis starten und dann kann ich, wie gesagt, über die zis Aussagen machen. So kann man es auch sehen. Was ist das? Wie kann ich das auffassen? Da steht Summe von Quadraten. Kommt euch das wieder bekannt vor? Wie könnte man das interpretieren? Als die 2 Norm zum Quadrat. So, was kann ich für z einsetzen? A mal y. Das ist nämlich so definiert. Und was wissen wir über a mal y in der 2 Norm? Das ist die 2 Norm von y. A ist ja orthogonal, also A ist immer noch eine orthogonale Matrix. Das heißt, das hier ist dasselbe wie die 2 Norm von y zum Quadrat. Und das bedeutet, das ist dasselbe wie die Summe der Quadrate der yis. Also das ist schon mal die erste gute Nachricht. Wenn wir irgendwie die Summe der zi² ins Spiel bringen wollen, dann können wir das so machen, indem wir die Summe über die yi² dadurch ersetzen. So kriegt man sozusagen die yis schon mal los und schreibt sie als zis. Gut, was ist jetzt als nächstes zu tun? Als nächstes ist zu tun, man fängt halt auf der Seite an, die einen interessiert. Also n-1 durch Sigma-Quadrat mal s², was ist das? Das ist n-1 mal Sigma-Quadrat, 1 durch n-1, Summe i gleich 1 bis n, xi minus x quer zum Quadrat. Das ist das Erste, was man hier macht. Dann rechnet man halt ein bisschen durch die Gegend, bis man irgendwie sowas in der Richtung dastehen hat. Und das ist halt eine kleine Rechnung, die man jetzt macht. Ist nicht unglaublich berauschend, muss ich zugeben. Man ersetzt jetzt die xis durch die yis und erhält also hier Folgendes. Der Faktor da vorne, muss ich schauen, der ist dann weg. Und das heißt, es steht nur mehr da. Die Summe von i gleich 1 bis n über yi² minus, und da steht dann noch 1 durch Wurzel n, Summe i gleich 1 bis n über die yi. Also diese Rechnung fällt in die Kategorie Beschäftigungstherapie.
Was müsst ihr machen? Ihr müsst einfach nur für die xi's die yi's einsetzen, ausquadrieren, auseinanderziehen und dann steht es so da. Das muss man halt machen. Alle einverstanden? Muss ich jetzt, glaube ich, nicht vorrechnen, oder? Kann ja nicht mehr, geht sich zeitlich nicht mehr aus. Und jetzt sollte man aber sehen, was an der Stelle alles passiert. Das hier ist, haben wir schon mal beschlossen, das Z1. Das hier, haben wir uns gerade überlegt, mit unserer schlauen Vorüberlegung da drüben, ist dasselbe wie die Summe der Z-Is zum Quadrat. Das heißt, ich schreibe es nochmal ausführlich hin, da steht die Summe von i gleich 1 bis n über die Z-I Quadrate und dann ziehe ich Z1 zum Quadrat ab. Ja, und was ist das? Das ist die Summe startend bei 2. Also Summe i gleich 2 bis n über zi Quadrat. Und damit ist erledigt. Das heißt, damit haben wir alles abgehakt. Bis auf eine Kleinigkeit. Was fehlt uns noch? Na, jetzt müssen wir unsere Liste durchgehen. Erstens ist gezeigt, zweitens ist gezeigt, drittens ist gezeigt, viertens fehlt noch. Wie zeigt man viertens? Nur durch Nachrechnen. Wir müssen was produzieren, was standardnormal verteilt ist und was Chi-Quadrat verteilt ist mit entsprechenden Freiheitsgraden. Das geht aber hier relativ flott. Standardnormal verteilt, weiß ich, ist das hier. Also x quer weiß ich, wie verteilt ist. Ich muss den Erwartungswert abziehen, durch die Standardabweichung dividieren, dann ist es standardnormal verteilt. Das hier ist standardnormal verteilt. So, jetzt muss ich halt vorsichtig sein, jetzt darf ich nicht irgendwas dazu gedichtet haben, oder? Das heißt, alles, was ich jetzt also hier irgendwie geschummelt habe, muss ich jetzt wieder richtig hinbiegen. Dieses Durchwurzel n hier unten, das habe ich mir von da geklaut. Das ist in Ordnung, oder? Aber das Sigma habe ich frei dazu erfunden. Das heißt, das Sigma muss ich wieder gut machen und das bedeutet, das gehört also hier unten auch wieder durchdividiert. Das heißt, ich muss hier schreiben 1 durch Sigma und da habe ich nur das S stehen. Ich glaube aber, dann passt es. Sonst ist nichts passiert. Also hier steht 1 durch Sigma, oben wie unten, kürzt sich weg. Das Wurzel n war schon immer da, das S im Nenner sowieso. Und jetzt muss man nur das da unten noch ein bisschen geschickter hinschreiben. Zunächst schreibe ich es als Wurzel aus 1 durch Sigma Quadrat mal S Quadrat. Einverstanden? Nichts passiert. Wurzel aus dem Quadrat, das ist ja alles also positiv. Dann ist fast sicher zumindest. Und das nächste, was wir machen, ist, jetzt ergänze ich n-1. Also ich schreibe das als n-1 durch Sigma Quadrat mal S Quadrat, dann ist falsch. Wie mache ich es wieder richtig? Indem ich durch n-1 dividiere. Ich habe einfach nur mit n-1 ergänzt. Und jetzt bin ich aber fertig, weil wie ist denn das da verteilt? Da haben wir doch gerade gezeigt, das ist Chi Quadrat verteilt mit n-1 Freiheitsgraden. Und n-1 ist genau die Anzahl der Freiheitsgrade, durch die ich hier dividiere. Wie haben wir das jetzt also geschrieben? Wir können also das hier schreiben als, schreiben wir es uns nochmal genau hin, und bitte, das mache ich jetzt unter Anführungszeichen da. Eine Standardnormalverteilung dividiert durch, und da haben wir stehen, Wurzel aus einer Chi-Quadratverteilung mit n-1 Freiheitsgraden dividiert durch die Anzahl ihrer Freiheitsgrade. Und bitte aber nur unter Anführungszeichen meine ich das hier, gell? Also wir sehen, diese Zufallsvariable hier ist standardnormal verteilt, die hier unten ist die Wurzel aus einer Chi-Quadratverteilung durch Anzahl der Freiheitsgrade. Unter einer zusätzlichen Bedingung ist es die T-Verteilung mit n-1 Freiheitsgraden. Unter welcher? Ganz, ganz wichtig. Nur wenn Zähler und Nenner unabhängig sind. Achtung, wenn ihr nicht habt, dass Zähler und Nenner unabhängig sind, trotzdem hier eine Standardnormalverteilung und da die Wurzel aus Chi-Quadratverteilung durch Freiheitsgrade steht, dann muss es nur nicht der T-Verteilung geben. Wenn sie unabhängig sind, dann ist es aber die T-Verteilung. So haben wir sie definiert. Ja, und damit sind wir aber wirklich am Ende, weil wir haben gerade gezeigt,
dass s² und somit auch s unabhängig von x² ist. Der Rest ist nur Verschiebung und Skalierung. Das bedeutet also, hier sind Zähler und Nenner unabhängig und deswegen kommt hier dann wirklich die Tn-1-Verteilung heraus. Und damit würde ich sagen, haben wir es geschafft. Gut, wie wir dieses Resultat verwenden, um Konfidenzintervalle auszurechnen, besprechen wir das nächste Mal. Für heute danke.